Kobe-Statue enthüllt. Die Los Angeles Lakers haben die Statue von Kobe Bryant enthüllt. Bei der Vorstellung waren etliche Weggefährten der Lakers-Legende anwesend, unter anderem auch Pau Gasol, Phil Jackson und Derek Fisher. Die Pose zeigt Kobe nach seiner legendären 81-Punkte-Performance gegen die Toronto Raptors vom 22. Januar 2006. Auf dem Sockel der 6 Meter hohen Statue ist ein Zitat von Bryant eingraviert: Verlasse das Spiel besser, als du es vorgefunden hast. Und wenn es für dich Zeit ist zu gehen, hinterlasse eine Legende. Zudem stehen auf dem Sockel die Errungenschaften von Bryant in seiner 20-jährigen NBA-Karriere. Gleichzeitig verkündete Bryants Witwe Vanessa, dass noch 2 weitere Statuen geplant seien. Eine soll Kobe mit seiner Nummer 24 darstellen, die andere ist eine Statue zusammen mit seiner Tochter Gianna, die ebenfalls bei dem Hubschrauberabsturz vor 4 Jahren ums Leben gekommen ist. Als ich von den 3 Statuen erfahren habe, dachte ich nur, das passt. Das passt einfach zu dem, wie die Stadt der Engel über Kobe denkt. Er verdient etwas, was kein anderer Athlet hier verdient, erklärte Rob Pelinka, der General Manager der Lakers. Schröders erste Netzspiele. Nach seinem Trade zu den Brooklyn Nets hat Dennis Schröder in seinem ersten Spiel direkt überzeugt. Der 30-Jährige kam bei seinem Debüt gegen die San Antonio Spurs auf 15 Punkte und 12 Assists. Im Anschluss bekam Schröder viel Lob von seinen neuen Teamkollegen und seinem Coach. Er passt toll zu uns und wird uns auf jeden Fall weiterhelfen, sagte Mikal Bridges. Der Junge gibt jeden Abend alles. Er kommt in die Zone, denkt wie ein Point Guard und setzt alle seine Mitspieler ein. Er hat international schon viel erreicht und wird mit seiner Einstellung unserer Mannschaft helfen. Die Nets haben die Hoffnung auf die Playoff-Plätze trotz Platz 11 im Osten noch nicht aufgegeben. Schröder soll als neuer Impuls dafür sorgen, dass dieses Ziel erreicht wird. Hornets trennt sich von Präsidenten. Die Charlotte Hornets haben sich von ihrem Präsidenten Mitch Kupchak getrennt. Der 69-Jährige wird stattdessen in eine beratende Rolle wechseln, sobald sein Nachfolger ernannt wurde. Dies soll laut Adrian Wojnarowski noch vor dem Ende der neuen Saison passieren. Als Kandidaten gelten unter anderem Elton Brand, der General Manager der Philadelphia 76ers, und Travis Schlenk, General Manager der Washington Wizards. DBB-Frauen für Olympia qualifiziert. Die deutsche Frauenbasketballnationalmannschaft hat Geschichte geschrieben und sich erstmals für die Olympischen Spiele qualifiziert. Zum Abschluss der Olympia-Qualifikationsrunde in Brasilien setzte sich das Team um WNBA-Star Satu Sabali mit 73:71 gegen die Gastgeberinnen durch. Topscorerin mit 22 Punkten war Leonie Fiebig. Dahinter folgte Sabali mit 20 Zählern. Auch ihre Schwester Niara punktete zweistellig. Ich bin einfach sprachlos. Vor und während des Turniers haben wir so viele Hürden gemeistert und uns nie entmutigen lassen. Für uns ist das einfach ein Traum, der gerade real wird. Ich bin unfassbar stolz, sagte Svenja Brunkhorst, die im entscheidenden Spiel 5 Punkte erzielte. Nachwuchsbasketballer erstochen. In Oberhausen ist der 17-jährige Ukrainer Volodymyr Yermakov erstochen worden. Der Verstorbene spielte unter anderem für die ukrainische U16-Nationalmannschaft und war zuletzt für die Art Giants Düsseldorf aktiv. Gegen den polizeibekannten Täter wurde Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Sein Team nahm in einem Post Abschied von Yermakov. Um den Krieg in seinem Geburtsland zu entkommen, zog es ihn im Juli 2023 nach Düsseldorf, wo er seine neue Heimat gefunden hatte. Volodymyr war bei Trainern, Mitspielern und Freunden sehr beliebt. In Erinnerung bleibt ein junger Mensch, dessen Alltag durch pure Lebensfreude und sportlichen Ehrgeiz geprägt war, schrieben die Giants auf ihrer Homepage. Auslöser für die Messerstecherei soll ein Streit gewesen sein, der nach einiger Zeit eskalierte. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurden weitere 3 Jugendliche ebenfalls durch Messerstiche verletzt. Einer von ihnen war wie Yermakov für das Nachwuchsteam der Düsseldorfer aktiv.